dafür unglaublich sonniges Hallo. Herzlich willkommen zu Phoenix Reisen TV. Heute darf ich Ihnen ein echtes Traumschiff vorstellen. MS Amadea, die First Lady in der weißen Flotte von Phoenix Reisen. MS Amadea, Flaggschiff der Phoenix-Flotte und nicht erst seit der ZDF-Reihe das Traumschiff für viele Gäste von Phoenix Reisen, die immer wieder gerne an Bord kommen. Willkommen zu Hause. Hallo, hallo. Herzlich willkommen auf der MS Amadea. Ich freue mich, Kapitän John. Ja, wir freuen uns, dass Sie an Bord sind. Bitte schön. Was für ein tolles Schiff. Hier kann man sich nur Ruhe finden. Und dann auch noch Kapitän Thorn auf dem Flaggschiff. Das ist die MS Amadea. Das ist das Schiff, wo wir uns alle wohlfühlen. Es ist auch ein gewisser Stolz, das Schiff als Kapitän zu fahren. Das Schiff ist verhältnismäßig klein. Ist mit 193 Meter, 600 Passagieren, 300 Mann Besatzung und 300 Personen Besatzung. Aber der Vorteil und das Tolle hier an diesem Schiff ist eben, dass wir eine sehr familiäre Atmosphäre haben. Und darauf sind wir auch stolz. Ja, und hier ist unsere Hausdame. Die wird Ihnen gleich ihre Suite zeigen. Vielen Dank, Herr Kapitän Thorn. Ach, ich freue mich. Was erwartet mich denn jetzt in der Suite? Eine von unseren schönsten Interieur. Das wurde jetzt alles in 2016 neu gebaut. Und die ganzen Möbel, alles ist jetzt ganz, ganz neu drinnen. Wir haben ganz schöne, helle, leichte Farbe drin. Und da kann man sich richtig wohlfühlen. Das ist jetzt unsere Kaisersuite. So, bitteschön. Wow. Das ist jetzt hier die Wohnzimmer. Alle Kabinen auf MS Amadea liegen außen und die Einrichtung und der Service entsprechen einem guten First-Class-Hotel. Als Goldgast haben Sie auch schon Ihren Spa-Gutschein auf dem Tisch liegen. Darf ich Sie gleich anmelden? Ja, sehr gerne. Super. Die Kabinen sind stilvoll, komfortabel und großzügig ausgestattet. Hier können Sie sich nach all den Erlebnissen an Land oder an Bord bequem zurückziehen und einfach nur wohlfühlen und relaxen. Auch besondere Ansprüche werden in den gehobenen Kabinenkategorien und Suiten von der aufmerksamen Crew von MS Amadea gerne jederzeit erfüllt. 140 Kabinen und Suiten auf dem Lido-, Jupiter- und Panoramadeck haben einen privaten Balkon oder eine Veranda. Ein wunderschöner Amadea-Spa-Bereich. Was darf der Gast hier alles erleben? Ja, wir haben hier alles, was das Herz begehrt. Also den Fitnessbereich, einfach ein bisschen zum Sport machen. Neben dem gut ausgestatteten Fitnesscenter lockt die Rundumpromenade zum Spazierengehen oder Joggen. Eine Besonderheit ist der großflächige Golfgarten mit kleiner Driving Range und Golfbar auf dem Sonnendeck. Ja, das ist natürlich schon was Besonderes. Das gibt es nämlich fast nirgendwo auf der Welt, dass man auf dieser Höhe auf einem Schiff Golf spielen kann. Alles, was Körper, Geist und Seele erfüllen kann, finden Sie auf Ihrem schwimmenden Zuhause MS Amadea. Von therapeutischen, wohltuenden Massagen bis hin zu Verwöhnbehandlungen, der Sauna mit Meeresblick und dem guten Gespräch bei Ihrem Friseur. Selbst für lustvolle Einkaufserlebnisse auf hoher See ist gesorgt. MS Amadea, das ist der richtige Platz, um sich verwöhnen zu lassen und zu entspannen. In ungezwungener Urlaubsatmosphäre und mit einem exzellenten Platzangebot. Ein wunderbares und attraktives Gesamtangebot, das viele Gäste wirklich begeistert. Das Schöne an so einem Schiff ist, wenn maximal 500 Gäste an Bord sind, dass es etwas familiärer zugeht als bei den Schiffen mit mehr als 2000. Da würde ich nicht drauf gehen. Also ich bin nicht das erste Mal
mit Phoenix das erste Mal auf der Amadea, ja. Und die Amadea ist sehr sympathisch, weil sie kleiner ist. Also die tolle Route war immer der Hauptgrund, warum wir hier sind. Und dann aber auch das Essen ist tiptop in Ordnung. Und wenn das Wetter noch mitspielt, was kann schöner sein? Und dann abends mal noch sitzen an der Bar, noch mal ein Glas trinken und aufs Meer schauen. Das ist auch schön. Anders, familiär und besonders. Phoenix bemüht sich sehr, sehr schön und sehr, sehr viel, allen Gästen was Gutes zu bieten. Ja, ja. Und da das immer funktioniert, kommen wir eigentlich jedes Jahr wieder. Also ich kann im Grunde nur Gutes sagen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, weil Sie mich fragen. Nein, es ist wirklich so. Das erste Mal auf der Amadea und wir sind mehr als angenehm überrascht. Ich war auf auch andere Schiffe, aber hier ist es ganz besonders, etwas anderes. Willkommen zu Hause heißt es ja. Und so ist das schon. Sieben Bars, Aussichtssalon, Rauchersalon, Bibliothek, Kaminzimmer und Internetcafé laden zum Verweilen mit Freunden und Mitreisenden ein. Die stilvollen Nichtraucherrestaurants, Vier Jahreszeiten und Amadea bieten Ihnen die Gastlichkeit und den aufmerksamen Service, welche eine Seereise erst perfekt machen. Ja, was ist das Einzigartige? Also ich sag mal, für die Amadea bestimmt jetzt, dass es jetzt das Traumschiff geworden ist durch die eben, ja, ganz bekannte ZDF-Reihe, ne, die ja schon auf anderen Schiffen angefangen hat früher, über die Berlin und so weiter, über die Astor, dann die alte MS Deutschland und jetzt wie gesagt die Amadea ist also für dieses Schiff natürlich, denke ich, für jeden Küchenchef das Nullplusultra, was das ausmacht, auf so einem Schiff dann zu arbeiten. Freuen Sie sich auf ausgewählte Speisen, Themenabende und natürlich als Krönung einer jeden Seereise ein festliches Galadinner. Wundervolle Tage und himmlische, aufregende Nächte machen Ihren Urlaub auf MS Amadea zu einem absoluten Highlight. Und nach dem Abendessen ist vor bester Unterhaltung. In der zweistöckigen Atlantic Lounge ist Showtime und Entertainment auf hohem Niveau angesagt. Während Sie sich auf einen schönen Tagesausklang freuen, bereitet sich das Amadea Ensemble und das gesamte Team darauf vor, Ihnen den Abend so spektakulär wie möglich zu gestalten. MS Amadea, das moderne First-Class-Kreuzfahrtschiff. Genießen Sie Ihren Urlaub auf dem Flaggschiff der Phoenix-Flotte an den schönsten Zielen der Erde. Ein Traumschiff eben.